Wir sind jetzt schon so lange zusammen. Oh Gott. Und haben auch Vertrauen zueinander gewonnen. Naja, das Letzte, was du gemacht hast, war... Hier, jeder kriegt einen Block und einen Stift. Ich habe jetzt Angst vor der Miria. Farbe? Rosa. Dunkelrosa. Stichwort Bucketlist. Ne? Also Dinge, die man noch erledigen will, bevor man einen Löffel abgibt. Ja, verstehe. Und was die Aufgabe jetzt wäre, ich mache auch mit. Der Ralf schreibt über den Olaf, was er denkt, was du noch erledigen musst. Drei Sachen. Drei? Du schreibst über Dings hier. Ja. Über Dings. Hier. Du über Hazel, Hazel über mich, ich über Ralf, die derjenige noch erledigen sollte, bevor er abtritt. Und dann geben wir das weiter und lesen es erstmal vor und so. Stille. Gibt's doch mal weiter. Achso, bitteschön. Ja, okay. Danke. Was ist das für ein Gekritzel? Was kann man denn da nicht lesen? Du fängst an. Ich fang an? Ja. Also, ich habe mir vorgenommen, was ich unbedingt machen muss, ist Riverdance. Ja. Möchte ich unbedingt machen. Ah, super. Ja. Ist ja jetzt schon Retro. Ich habe auch schon. Rein. Ich habe auch schon. Machst du jetzt direkt? Ich habe auch schon geübt. Mega gut. Muss höher, höher. Ja. Du musst ja über den River drüber. Ja. Das ist jetzt noch Creek Dance. Und du musst die Arme hängen lassen. Ich will es ja noch lernen, das habe ich mir ja vorgenommen. Musst du nach Irland. Dann herzhaft lachen. Nicht heute, man soll es nicht überstürzen. Du hast gerade so einen Ansatz gehabt. Nee, nee, eher ab morgen. Okay. Und das Dritte, mit Mirja ein Wort für Wortspiel. Ja. Thema sucht Olaf oder Michael oder Hazel. Oder alle. Thema ist, ihr geht zum Gebrauchtwarenhändler. Und offensichtlich ist in dem Auto vorher jemand ermordet worden. Hui. Als? Ich. Zum? Gebrauchtwarenhändler. Gekommen. Bin? Dachte? Ich. Mann. Hier. Riecht's? Komisch. Ich. Habe? Das. Auto. Geöffnet? Und? Gedacht? Bah! Hier! Riecht's! Aber... Wirklich? Übel. Pfui! Dachte... Ich. Ich... Habe... Sofort! Könnt ihr euch dabei anschauen, bitte? Dem... Autoverkäufer. Gesagt. Meine... Mutter... Ist... Immer... Mit... Sandalen... gefahren. Ja, bravo. Bravo! Unglaublich. Oder? Aber jetzt ist Olaf dran. Ja. Ah ja. Also ich habe mir vorgenommen, Mut zu ärmeln. Olaf hatte ja früher im Osten noch einen eigenen Fernsehsender, den Ärmelkanal. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, öfter zu atmen. Aha. Und an meiner Freundin Carola stört mich nicht viel, aber zum Beispiel, wie sie atmet, stört mich. Der schlechte Atem an deiner Freundin. Dass sie überhaupt atmet. Morgens. Ja, so allgemein. Also schlechter ich finde, Atem, sie müsste da irgendwas machen. Es gibt ja diese Schildkröten, die durch den After atmen. Vielleicht wäre sowas was für dich. Weil kann man das lernen? Ja, also man kann das ja reinzüchten vielleicht in die Carola. Du meinst diese Schlüpferatmung, wie man das sozusagen in Fachkreisen nennt? Ja, ja. Könnten wir jetzt mal weitermachen eigentlich? Ja. Ich fand das aber einen sehr interessanten Ansatz. Fand ich auch. Aha. Boah, Leute, Mirja, die Mirja macht hier Sachen, ey. Da ging's mal kurz um dich und John wird's torpediert. Entschuldigung, wen habe ich jetzt unterbrochen gerade? Wer war dran? Den Michael. Den Michael habe ich unterbrochen? Wollte ich nicht. Aber ich bin nicht schuld. Ich kann nichts dafür. Das haben sie früher auch mal gesagt. Ja, also jetzt haben wir einen erwischt. Dann gucken wir mal, wer es genau war. Ja, die Mundwinkel gehen hoch, ne? Er versucht es noch unter der Nase zu verstecken, aber man sieht. Ist doch schön. Aber sehr sympathisch. Ja, das war Hazel mit der Analdrüse oder was das war. Ich weiß es schon gar nicht mehr.